Standard Berlin. Heute ist mein Gast Professor Dr. Peter Seetz. Er ist der Designpapst der Welt und alles dreht sich um Design in den nächsten 2 Wochen in Berlin. Nämlich dann findet hier die große Preisverleihung statt. Und wir haben eben schon gesprochen, was es alles gibt. Produktdesign, Game Design, Kommunikationsdesign. Und jetzt wollen wir ganz speziell darüber reden, über Game Design. Das ist etwas, was Ihnen jetzt ganz besonders am Herzen liegt. Was ist das? Ja, ursprünglich habe ich natürlich gesagt, dass das einfach ein Hokuspokus ist und dass es einfach die Kinder sozusagen vom Lernen abhält. Aber inzwischen, muss ich sagen, habe ich sehr viel dazugelernt. Erstens steckt hinter Game Design sehr viel Können. Da sind großartige Köpfe dahinter, die sich diese verschiedenen Spiele ausdenken. Und darüber hinaus ist das ein grandioser Markt geworden. Also im Game Design Bereich werden inzwischen nicht nur Millionen, sondern Milliarden umgesetzt weltweit. Und ja, die Spiele werden immer anspruchsvoller. Und es ist sogar so, dass man auch durch das Spielen nicht salopp gesagt einfach nur verblödet, sondern dass man im Grunde genommen auch Fähigkeiten herausbilden kann. Kommt natürlich immer auf die Spiele drauf an, aber dass man auch Fähigkeiten herausbilden kann, die einem im Leben nützlich sein können. Und das heißt also, hier entsteht eine ganz neue Welt, eine virtuelle Welt, die im 3D-Bereich mit 3D-Brillen gespielt werden kann, die sozusagen uns mit einer ganz neuen Realität konfrontiert und dadurch natürlich auch ungeheure Imaginationen bei den Jugendlichen, aber vielleicht auch immer mehr bei Älteren auch. Darf ich Sie mal ganz persönlich fragen, spielen Sie auch ein Spiel? Ja, verschiedene. Ich habe natürlich jüngere Kinder und die machen mich natürlich ganz wild darauf. Also ich spiele gerne Crazy Bird. Spielen die besser als Sie? Ja, natürlich, keine Chance. Aber ich habe auf meinem Handy habe ich sehr viele Versionen von Crazy Birds. Und immer wenn es mal langweilig wird, dann fange ich an mit der Schleuder so zu versuchen, die Ziele vernünftig zu treffen. Wenn sie nach Hause kommen, dann sagen die Kinder, na Papa, hast du wieder geübt? Ja, so ist das. Dann lass es mal spielen und dann verlieren sie dann wieder. Ja, absolut. Absolut. Ja, und dann eben, wie gesagt, ich spiele auch gerne Fußballspiele, also so die Bundesligaspiele. Aber mein Sohn ist mehr so für das Science-Fiction-artige. Wann hat sich das entwickelt, dass man für die Spiele ein besonderes Design brauchte? Hat sich das mit der Zeit entwickelt oder ist das immer synchron gegangen mit der Entwicklung der Spiele? Das ist synchron gegangen, weil sie müssen ja die Leute begeistern. Und das Interessante ist, dass gerade im Game Design es ja um neue Realitäten geht. Und eigentlich sind die Vorläufer die Science-Fiction-Filme aus Hollywood gewesen. Dort wurden ja auch, zum Beispiel bei Star Wars, wurden ja auch Fantasiefiguren geschaffen, die durch ein besonderes Design gekennzeichnet waren. Und die eigentlich auch Standards gesetzt haben, nicht? Also beispielsweise so ein Film wie Odyssee 2001, das war ein Film, der hat eigentlich die gesamte Designwelt bis heute inspiriert, wenn es darum geht, dass man sozusagen Zukunft und Futurismus zeigen will. Und da liegen die Ursprünge. Und dann haben Game Designer sehr schnell erkannt, dass sie durch interessante, auch verrückte Designentwürfe einfach die Aufmerksamkeit auf sich ziehen können und dadurch die Spiele natürlich viel attraktiver machen können. Und da können natürlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch dieses Jahr dabei sein. Nicht? Sie machen ein öffentliches Ereignis, ein öffentliches Event über Game Design. Das ist wann? Nächste Woche? Im Café Moskau am 23. ganztags. Fängt morgens um 9 Uhr an. Und dort haben wir eingeladen große Koryphäen aus dem Bereich Game Design aus aller Welt, die dort Vorträge halten im Rahmen eines Symposiums und über das Thema Game Design sowohl von der wirtschaftlichen, technischen, aber auch von der inhaltlichen Seite berichten. Und ich denke, das wird ganz spannend, nicht nur für Game Design-Fans, sondern eben auch für Leute, die einfach mal wissen wollen, worum es dann da eigentlich geht. Kann man da auch spielen? Ich denke, man muss da nur zuhören? Ja, man muss zuhören, aber die Leute bringen natürlich alle auch Kostproben der einzelnen Spiele mit. Das heißt also, man erlebt eine Menge dort, auch wenn man selbst nicht an den Konsolen dran ist. Das ist öffentlich. Und dann gibt es noch eine Veranstaltung, die ist öffentlich im Rahmen dieser Designtage. Ja, das ist die Preisverleihung. Erstmal, Preisverleihung ist für die Preisträger da, aber die Aftershow-Party, da kann man sich anmelden. Die findet im E-Werk statt, am 24. Tag später.
Und dann noch am 25. ist eine Ausstellungseröffnung der Top-Arbeiten des diesjährigen Wettbewerbs im Museum für Kommunikation. Die kennen Sie doch schon. Können Sie mal ein bisschen erzählen darüber? Ja, wir haben Auszeichnungen in allen möglichen Bereichen, also fantastische Poster, großartige Verpackungen und natürlich eben auch interessante Spiele dabei, Werbeclips für unterschiedlichste Auftraggeber. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsclips ist für Greenpeace gemacht worden von Scholz & Friends. Eine großartige Kampagne. Die ja dann ausgezeichnet werden, wie Sie schon verraten genau, haben. Ja, ganz genau. Ja, also all das ist dort zu sehen. Und wie gesagt, im Museum für Kommunikation sind die Top-Arbeiten über einen längeren Zeitraum dann zu besichtigen, wo dann die gesamte Öffentlichkeit eingeladen ist. Aber ab 26. erst? Ab 26. Ja? Und kostet das Geld oder kann jeder da rein und sich das anschauen? Das kostet das, glaube ich, das normale Eintrittsgeld im Museum für Kommunikation. Und wie lange wird das sein? Sie sagten für längere Zeit. Ja, bis in den nächsten Januar rein. Also so, das ist schon ein ganz schön langer Zeitraum. Und für die, die es nicht wissen, Museum für Kommunikation ist in der Leipziger Straße. Ganz genau. Ja, das wunderschöne Gebäude dort, wenn man vom Alexanderplatz kommt, auf der linken Seite, gar nicht zu übersehen. Ja, muss man unbedingt hin. Muss man hin. Ja? Auch wegen des wunderschönen Gebäudes und wegen der, die haben so eine wunderschöne Rotunde da drin. Wo gerade für Kinder so Roboter rumfahren. Die sind total begeistert. Kann ich denn während dieser Tage irgendwo die ganz neuen Spiele, die noch gar nicht im Geschäft sind, irgendwo ausprobieren? Na, das werden wir nicht. Man kann darüber was erfahren, wie gesagt, in der Konferenz. Aber wir sind ja in dem Sinne keine Messe, sondern wir reflektieren das, was im Markt sozusagen angeboten. Haben Sie die neuen schon auf Ihrem Handy? Nein, auch nicht. Hätte ich gesagt, lass es mal kurz eine Runde spielen, ist. Nee. Außerdem habe ich das Handy natürlich jetzt auch ausgeschaltet, ja, damit wir hier nicht gestört werden. Genau. Ja? Als Designpapst kommt man ja in der ganzen Welt herum. Wo bewegt sich außer in Berlin zurzeit das meiste in Sachen Design? Sind die Chinesen federführend? Sind die Chinesen voller Ideen oder kupfern die nur immer noch ab? Ja, man muss unterscheiden. Nicht? Also der größte Einfluss im Design kommt sicherlich nach wie vor aus Europa und dann würde ich sagen, auch aus Deutschland, gerade im Produktdesign. Wir sind ja führend nach wie vor im Export, wenn es um Premiumgüter geht. Also und Premium-Marken geht, die kommen nach wie vor aus Deutschland. Die müssen natürlich gut gestaltet sein. Wenn es dann aber darum geht, dass man im Design einen neuen Markt entdeckt, dann ist China ganz weit vorne. Also in China werden Jahr für Jahr Tausende von Designern neu ausgebildet. Das sind ganze Armeen an Designern, die da sozusagen bereitstehen, um den Weltmarkt zu erobern. Und man gibt auch eine Menge Geld dafür aus. Fast jede größere Stadt baut eine Design City inzwischen, wo dann Designstudios zu relativ günstigen Preisen einziehen können. Man macht viele Symposien und Veranstaltungen in China. Und da ist also sehr viel los, weil die Chinesen haben erkannt, dass man durch Kopieren nicht richtig reich wird, sondern dass man eben sozusagen auch auf eigene Kreativität setzen muss, weil dadurch die Margen größer sind. Ja? Wenn man kopiert, kann man immer nur zu einem Billigpreis auf den Markt gehen. Wenn man aber selbst kreativ ist, dann hat man die Chance, auch Märkte sozusagen zu beherrschen und auch zu dominieren. Und ich glaube, da wollen die hin. Sie sind ja Hochschulprofessor und lehren Design. Was muss denn jemand mitbringen, der sagt, ich möchte gerne Designer werden? Das klingt so, ich möchte gerne alles werden. Ja, als erstes muss er natürlich ein Talent mitbringen. Ja? Also zum Beispiel, ich selber hätte nie Designer werden können, weil ich nicht gut zeichnen kann. Aber Sie sind Professor für Design geworden. Ja, für Wirtschaftskommunikation. Ich brauchte nicht Designer ausbilden. Das ist ein Unterschied. Kein neues Auto für Mercedes zeichnen. Nein, das hätte ich auch nicht als hingekriegt. Als Examenstest. Nein, das hätte ich nicht hingekriegt. Sondern ich muss es nur bewerten. Aber wenn man also Designer werden will, braucht man natürlich zunächst mal, wie gesagt, das Talent, aber dann auch das Herzblut, dass man sagt, man will das auch. Und man muss sozusagen die Freiheit im Denken sich nehmen, dass man großartige Entwürfe machen kann, dass man sich nicht an Konventionen hält, dass man Grenzen überschreitet. Und die bedeutendsten Designer, die ich kennengelernt habe, das sind eigentlich alles Querdenker gewesen, die immer weit über den Schatten gesprungen sind und keine Barrieren anerkannt haben, sondern einfach gemacht haben. Ja, nehmen wir mal die Handys, die Mobilfones, nehmen wir mal das Apple.
Die neuesten Dinge. Das ist ein rechteckiger Kasten, der irgendwo ein bisschen abgerundet wird. Aber alle Designer geraten geradezu in orgastische Verzückung, wenn sie das neue Apple-Handy sehen oder iPhone sehen. Wie kommt sowas? Ja, der Jonathan Ive, der als Chefdesigner bei Apple für diese Sachen zuständig ist, das ist ein Workaholic, ein akribischer Tüftler. Das heißt, also der hat eine Materialbibliothek, wo er die Haptik von unterschiedlichen Materialien immer wieder neu ausmacht. Und es sind nachher wirklich die Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Und ein Designer dieser Qualität, der arbeitet rund um die Uhr eigentlich daran, um das Besondere herauszuarbeiten. Und das Interessante bei Apple iPhones ist ja, die verändern die Form immer ein bisschen und man hat sofort das Gefühl, das Neueste ist wieder einen Schritt Deswegen weiter. Deswegen meinte ich eben, da wird die Ecke ein bisschen runder gemacht. Ja, also das ist eine ganz große Kunst, dass man als Designer schafft, eine Identität eines Produktes zu wahren einerseits. Also man erkennt ja sofort auf den ersten Blick, das ist ein Apple. Und andererseits muss man aber auch gleichzeitig das Neue immer zum Ausdruck bringen, sodass jeder weiß, das ist das Alte. Das Neueste liegt da und das Neueste muss ich haben. Also das ist ein ganz großes Talent und das ist eine ganz große Herausforderung für den Designer, eben Identität und Innovation in ein Spannungsverhältnis zu setzen, dass zum Schluss jeder immer wieder das Neueste haben will. Das war ein wunderbares Schlusswort. Jetzt kann man nur wünschen, dass genau diese Aussage in den Tagen jetzt in Berlin, nächste Woche, 23. 24. und danach in der Ausstellung am Museum auch erkennbar wird. Ich bedanke mich bei Ihnen, Professor Dr. Peter Seetz, der Designpapst, so darf ich das sagen, und der Gründer von Red Dot Award. Und Red Dot Award findet in Berlin nächste Woche statt, eine große Preisverleihung und zwei öffentliche Veranstaltungen. Wir sagen es nochmal, am 23. Oktober Game Design und am ab 26. die Ausstellung im Museum. Museum für Kommunikation. Und dann haben wir noch eins, wo man hingehen kann, da muss man sich aber anmelden, nämlich im E-Werk die Party. Zur Aftershow-Party. Die ist aber, glaube ich, schon sehr eng besetzt. Da wird es schon sehr eng. In diesem Sinne, wenn Sie sich für Design interessieren, gehen Sie dorthin. Es gibt wahnsinnig gute Vorträge, das haben wir gerade gehört. Sie können auch, wenn Sie Glück haben, ein bisschen spielen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich auch bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.